Apropos Queen, Patricia, da machen wir doch gleich weiter. Wer kann schon von sich sagen, mal bei der Queen zum Dinner gewesen zu sein? Katie Melua, die den ganzen Morgen schon hier im ZDF-Morgenmagazin zu Gast ist, war bei der Queen zum Dinner. Wir haben gerade über die britische Königin geredet. Wie war das, mit der Queen zu Abend zu essen? Wie lange muss man sich da vorbereiten? It was pretty amazing. Das war ziemlich toll. Nein, man muss sich nicht groß vorbereiten. Es ist einfach nur ein Abendessen. Und das war natürlich ein Riesenbankett, viele Leute dabei. Und ja, ich habe da eigentlich gesungen. Ich habe die Musik sozusagen mitgebracht. Das heißt, die Queen ist auch ein Katie Melua-Fan. Kann man das sagen? Ich denke, ja. Okay, nicht schlecht. By appointment to Her Majesty. Ja, zum Beispiel diese neue Platte, The Katie Melua Collection heißt die. Ist viel drauf von all den Hits, die wir kennen, sind aber auch neue Sachen drauf von Katie Melua. Collection klingt so ein bisschen nach einer schönen Kunstsammlung, die man gerne unter den Weihnachtsbaum legt. Ist das sowas wie die definitive Zusammenfassung Ihrer bisherigen Arbeit? Ja, im Prinzip schon. Da werden die letzten besten Alben aus den verschiedenen Produktionen zusammengefasst. Und ich wollte auch mal zurückschauen und ein bisschen darüber nachdenken, was ich gemacht habe. Es gibt auch eine DVD mit verschiedenen Filmausschnitten von meinen Auftritten und neue Lieder. Ja, ist ziemlich toll. Und fürs neue Jahr soll alles anders werden, habe ich gelesen. Katie plant einen ganz großen Schnitt und dann gibt es eine völlig neue Ausrichtung der Karriere. Kann man das so sagen? Ja, das wird, glaube ich, ziemlich interessant werden. Ich kann noch nicht genau sagen, wie meine Musik sich dann entwickeln wird, denn das wird ja alles in der Zukunft sich erst ergeben. Aber ich bin schon sehr gespannt und will neue Sachen experimentieren und ausprobieren. Also zum Beispiel selbst schreiben die Songs, nur noch selbst schreiben. Bislang macht Mike Baird sehr, sehr viel. Ist der denn sauer oder wie soll das laufen? Oh God, no. Nein, natürlich nicht. Mike und ich, wir sind sehr gute Freunde. Er ist immer noch mein Manager. Ich arbeite noch für seine Plattenfirma. Und er hat mich so sehr beeinflusst. Er war so wichtig für meine Karriere. Er hat viele meiner Songs geschrieben, einige sehr schöne Stücke dabei. Aber wir werden einfach mal ein bisschen was anderes machen, aber er ist noch mein Manager. Okay. Und wie wird sich das denn ändern? Also, wenn Sie selbst Songs schreiben, wird das dann rockiger? Geht das in eine andere Richtung? Ist es kritische Texte oder in welche Richtung muss man sich das vorstellen? Nein, ich werde nicht alles alleine schreiben. Denn Mikes Arbeit war ja so gut, so toll. Ich weiß nicht, ob ich das auch genauso gut ersetzen kann. Er ist einfach unglaublich gut. Aber ich habe ja schon gesagt, ich kann noch gar nicht sagen, wie sich's entwickelt, aber es ist einfach nur ein neues Experiment. Ich versuche, was Neues auszuprobieren und zu gucken, was passiert mit anderen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Mal gucken, wie es läuft. Also ein Abenteuer. Ja, auf jeden Fall ein Abenteuer. Okay. Sie kommen aus Georgien, haben schon ein abenteuerliches Leben hinter Ihnen, haben in Belfast gewohnt, in London natürlich. Leben Sie im Moment eigentlich vor allem am Flughafen oder wie sieht das aus? Ich lebe in London, ja. Ein bisschen lebe ich an Flughäfen, haben Sie recht. Aber London ist eigentlich meine Heimat im Moment und jedes Jahr gehe ich nach Georgien und besuche meine Familie. Dieses Jahr auch, weil Georgien war ja dieses Jahr wieder in den Schlagzeilen. Nicht unbedingt positiv, Krieg Georgien-Russland, hat das Auswirkungen? Gehabt? Also sind Sie wieder hingefahren, auch in diesem Jahr? Ja, das ist mein Heimatland. Natürlich muss ich dahin fahren. Und das hat sich auf mich natürlich ausgewirkt. Ich war auf meiner Tournee und wollte natürlich meine Familie weiter kontaktieren, sehen, was mit ihr passiert. Und dann gab es diese fürchterlichen Nachrichten manchmal. Für mich war das wirklich eine schwierige Zeit. Aber ich habe einfach versucht, mit denen in Kontakt zu bleiben, zu sehen, was passiert. Und ich werde bald dahin fahren. Okay, wir verlosen diese Woche natürlich auch wieder diese wunderschönen Weihnachtsbaumkugeln. Sie haben mir vorhin gesagt, wie die auf Georgisch heißen. Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Das ist nämlich ein schöner Name. Satamasho Christus. Perfekt. Oh, that's very good. Ja, Patricia spricht auch Georgisch, was viele nicht wissen. Ich lerne. Nein, es war das erste Wort. Wir hätten gerne eine Weihnachtsunterschrift von Ihnen da drauf. Okay. Das wäre ganz toll. Oder auch Sternchen, was auch immer Sie da drauf malen wollen. Malen Sie eigentlich Smileys und so bei der Unterschrift immer oder ist das albern? Ja, manchmal schreibe ich das so und male dieses Smiley. Okay. Ist eigentlich nur bei Kindern.
Da mache ich es am liebsten so. Vielleicht ein kleiner Mond noch. Malen kann sie also auch noch. Malen kann sie auch noch. Das passt mal richtig schön auf. Wir halten es noch mal ganz kurz in die Kamera. Das gibt es dann am Freitag. Unter anderem Katie Mellower. Jetzt kommt gleich einer ihrer großen Hits. Da sind wir schon sehr, 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 sehr gespannt drauf. 9 Million Bicycles in Beijing. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich noch mehr Autos dort, aber das hören wir gleich. Sie sagen, es ist ein Song, der so falsch ist, dass er schon wieder richtig ist. Was ist denn falsch an diesem Song? No, it's not wrong. Es ist nicht wirklich falsch. Falsch ist das falsche Wort. Es ist einfach nur ein bisschen schräg, würde ich mal sagen. Er war so anders, dieser Song. Und ja, als ich das erste Mal gehört habe, war ich wirklich überrascht. Okay, wir sind sehr, sehr gespannt, das jetzt zu hören. Katie Mellower live im ZDF Morgenmagazin. Herzlichen Dank schon mal fürs Gespräch. Und jetzt kommt 9 Million Bicycles. Einer ihrer Riesenhits ist auch drauf aus der Collection. Katie Mellower. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing you can't deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing you can't deny. Like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you till I die.